Der Sieger in der Kategorie Spark Collaboration beim Digital Leader Award 2017 steht fest. Es ist die SPIE SAG, ein Infrastrukturdienstleister für die Energiewirtschaft. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Carsten Ruffer, Repräsentant der Firma und Leiter IT und Prozessmanagement. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Herr Ruffer, SPIE SAG hat sich mit dem Projekt Field Service Management beim Digital Leader Award beworben. Worum geht es denn genau bei diesem Projekt? Bei dem Projekt Field Service Management geht es um die Arbeitserleichterung unserer Monteure und Bauleiter. Wir haben dazu den kompletten Auftragsbearbeitungsprozess vom Auftragseingang bis hin zur Faktorierung digitalisiert. Was waren denn die größten Herausforderungen bei diesem Projekt für Sie? Auf der einen Seite hatten wir technische Herausforderungen. Hier ist insbesondere die Offline-Verfügbarkeit der mobilen App zu nennen, als auch die Integration aller IT-Komponenten in unser SAP-System. Auf der anderen Seite hatten wir ein klassisches Change-Management-Thema, nämlich das Einbeziehen der Key-User als auch des Fachbereichs, Monteur und Bauleiter in das Projekt. Und dies haben wir über eine agile Projektmanagement-Methode sichergestellt. Nun hatte ich Sie im Vorgespräch ja gefragt, ob es große Hemmungen gab der Mitarbeiter, sich mit digitalen Techniken zu beschäftigen. Da haben Sie gesagt, das war gar nicht der Fall. Waren alle ganz begeistert oder wie stelle ich mir das vor? Natürlich gab es nach dem Go-Live die üblichen Schwierigkeiten, bis so ein Projekt dann auch wirklich in der Fläche ankommt, muss man häufiger schulen und auch sich wirklich mit dem Change Management beschäftigen. Aber das Feedback, was wir jetzt von den Monteuren auch bekommen haben, ist sehr positiv. Also auch diese Meinung, auch ein Bauleiter-Monteur würde jetzt Probleme haben, ein Tablet zu benutzen, das ist so nicht der Fall. Wahrscheinlich eher das Gegenteil, die sind wahrscheinlich alle sehr begeistert, kann ich mir vorstellen. Herr Schirmer, Sie sind bei Continental vor allen Dingen damit beschäftigt, auch die digitale Transformation voranzutreiben, kennen sich gut mit digitalen Themen aus, sind bei uns in der Jury beim Digital Leader Award. Was fand die Jury denn so besonders auszeichnenswert bei diesem Projekt? Was hat Sie begeistert? Ja, ich habe mir die Bewerbung angeschaut und wie viele andere, es gab ja einige Bewerbungen in dieser Kategorie. Und das Spannende war, nicht nur jetzt durch den Schreibstil kam sehr schnell raus, dass hier wirklich eine Gruppe oder eine Person da ist, die sich für die andere Seite interessiert. Also die Perspektivenübernahme, um wirklich zu sehen, was brauchen denn unsere Leute, damit sie wirklich besser arbeiten können, damit es einfacher wird. Und genau diese Kombination aus den Lösungen, die entstanden sind, es wurden Prozesse von 3 Wochen auf 2,5 Tage reduziert. Der Aufwand ist sehr, sehr klein geworden. Die Leute können mit ihren Handys, mit ihren Tablets, glaube ich, die entsprechenden Fotos vor Ort machen. Wie man gerade noch gesagt, die Geolokation wird automatisch dann auch mitgegeben. Also es ist sehr wenig Aufwand für denjenigen, der es tut, und ein großer Erfolg für die weitere Auftragsverarbeitung. Also eigentlich genau in dem Spirit von digitaler Transformation für die Menschen, aber auf Basis von guter, moderner Technik. Ja, für die Menschen, das wird gleich unser nächstes Stichwort, glaube ich, Frau Rüger. Sie sind, und da darf ich jetzt ablesen, ich habe das vorher geklärt, Frau Rüger ist Sales Director, Head of Business Unit, Client Solutions bei Dell EMC. Und Deutschland, muss ich noch dazu sagen. Ja. Dell EMC engagiert sich hier als Kategoriepartner eben der Kategorie Spark Collaboration. Warum ist das für Dell EMC so wichtig? Es liegt Ihnen da am Herzen als Unternehmen? Ja, digitale Transformation oder Industrie 4.0 wird ja allzu leicht reduziert auf technologische Lösungen. Die Technologie ist zwar der entscheidende Enabler, uns Zugang zu gewähren zu Networking- und Collaboration-Plattformen, aber für Dell EMC bedeutet Collaboration auch der Mensch. Ja, der Mensch arbeitet mit anderen Menschen zusammen, seien es Partner, Kollegen, Kunden. Und da muss es gewährleistet sein, dass der User, quasi der Mensch, die richtigen Tools hat, damit er produktiv und kreativ arbeiten kann. Die Kategorie Spark Collaboration ist ein ideales Beispiel dafür, dass Technologie unser Leben ein wenig einfacher, aber auch besser macht. So, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für das Gespräch.